So Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Insane Trilogy. Wir gehen gleich zum nächsten Level, da wartet unser kleiner Freund, der Knut, schon vor dem Level. Hallo, wie geht's dir, na? Wie geht's dir, kleiner Knut? Kommen da nicht normalerweise Wumpa-Früchte raus? Knut, du klingst zwar süß... Knut, du klingst zwar süß, aber kommen nicht normalerweise Wumpa-Früchte aus dir raus? Nein, da! Da, jede Menge Leben. Danke schön. Eine helfende Pfote sind wir. Sehr, sehr, sehr schön. Das war cool, okay. Ich wusste nicht, dass es dafür eine Trophäe gibt, aber ich dachte, normalerweise bekommt man da Wumpa-Früchte. Wie es aussieht, bekommt man jede Menge Leben. Ich glaube, 10 Stück haben wir bekommen. Tippe Rennen an, um auf Kosten der Steuerung mehr Tempo zu erreichen. Okay, danke für den Tipp. Was ist denn die Taste für Rennen? Das werden wir aber noch früh genug herausfinden. Was ihr bestimmt schon rausgefunden habt, ist, was es für ein Level sein könnte. Da sieht man nämlich schon den kleinen Knut, wie er schon auf uns wartet. Und was machen wir? Wir besteigen ihn wie das Wildschwein aus dem ersten Teil. Und mit Kreis kann man sprinten. Okay, gut zu wissen. Hoffentlich muss ich die Sprinttaste niemals benutzen. Ich habe keinen Bock mit Kreis zu sprinten, ehrlich gesagt. Hätten sie das nicht irgendwie... Vielleicht geht es auch mit der, sollte eigentlich mit R1 gehen, weil die Kreistaste ist eigentlich zum Rutschen da und mit R1 kann man auch rutschen. Von dem her sollte man auch mit R1 sprinten können. Aber ich will es erstmal nicht ausprobieren, sondern erst, wenn ich es wirklich brauche, weil der Tipp hat es uns ja schon angedeutet, wenn wir sprinten, dann verlieren wir so ein bisschen die Kontrolle über unseren kleinen Crashy Boy oder besser gesagt über unseren Knutty Boy, weil wir... Wir steuern hier mit Knut, beziehungsweise wir steuern eigentlich Crash und der steuert Knut. So. Nein. Okay. Oh, das ist ein süßes Bild. Das nehme ich als Thumbnail. Zum Glück bin ich gestorben. Also, ich bin wirklich hauptsächlich gestorben, weil ich habe die Kiste verpasst. Ich wollte mich eigentlich ins Wasser stürzen lassen, weil ich dachte, das Bild ist süß, aber... Also, das wollte ich als, dann eigentlich als Thumbnail nehmen. Aber ich nehme jetzt doch lieber das, wo er Knut in den Händen hält. Das finde ich noch süßer. Noch fünfmal süßer. Was geht denn hier ab? Was sind das denn für kurze Sprünge hier? Also, das ist der zweite Warp Room und ich finde es gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Okay, nein. Okay, das ist echt ein süßes Bild. Das ist echt ein süßes Bild, muss ich zugeben. Ich mag es. Deswegen bin ich nochmal... Ich lasse mich töten, weil ich will, wie gesagt, alle Kisten hier einsammeln. Und hier sollte man... Alter, die Sprünge sind aber echt auch Millimeterarbeit hier. Das ist unglaublich. So, hier habe ich, glaube ich... Ja, genau. Okay, nein. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich gestorben bin, ohne dass ich es wirklich wollte. Weil, keine Ahnung, ich bin zu früh abgesprungen. Das kann auch dem besten Knutreiter passieren. So, okay. Das ist wirklich mega knapp. Jedes Mal rutscht mir auch das Herz in die Hose, weil ich Angst um meinen kleinen Knut habe. Obwohl, wenn ich im Wasser lande, der Knut weiß sich schon zu retten. Und, da ist schon das Ziel. Haben wir denn alle Kisten? Erstmal fliegen wir stundenlang herum und uns fehlt genau eine Wumpa-Frucht für ein Leben. Perfekt, wir haben alle Kisten. Bravissimo, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Und es war sogar ein bisschen fordernd. Also, was heißt ein bisschen fordernd? In den letzten Parts bin ich oft genug gestorben. Von dem her muss ich da nichts sagen. Aber ihr versteht schon so. Es ist eigentlich auch ein reguläres Level. Bislang bin ich ja nur bei diesem... bei diesem einen Verfolger-Level, da bin ich ziemlich oft gestorben. Okay, ich sag nichts. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich öfter hier bei Crash Bandicoot 2 sterbe, als ich es bei Crash Bandicoot 1 getan habe. Obwohl Crash Bandicoot 1 das schwierigere Spiel ist. Aber gut, was soll's. Zieh dir erst einmal den Kristall aus dem... Zieht er sich den Kristall immer aus dem Arsch? Nee. Einmal hat er sich aus dem Ohr gezogen. Ich glaube, er variiert ab und zu mal. Ab und zu steckt er sich ins Ohr, ab und zu in den... hinteren Ausgang und jetzt gehen wir als nächstes erstmal zu Crash. Klingt so ein bisschen wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Rutschen kannst du einigen gefährlichen Hindernissen ausweichen. Okay, was ist denn für Level? Also ich habe bei Crush halt an Crush Eis gedacht, aber irgendwie jedes, ja, ist ein Eislevel. Eisverfolger-Level, okay. Gut zu wissen, da war ich mit dem Crush Eis gar nicht mal so falsch, obwohl... Nee, ich war doch ziemlich falsch, weil es gar kein Verfolger-Level. Es ist ein Verfolger-Level, aber es ist gar kein Eis-Level, Madame et Monsieur. So, wo kommt... Dann weiß ich auch schon, welche Stellen gemeint sind, die ich dann mit Rutschen überwinden kann, beziehungsweise unterwinden, besser gesagt. Weil ich ja... Nein.
Nein, okay, okay, das war knapp. Das war knapp, das war knapp. Bisschen Abstand gewinnen. Okay, sehr gut. Das Ding fällt runter. Sehr gut. Oh, okay, das sind die Dinge. Ah, das finde ich aber gut. Oh, sexy. Schaut euch den schönen Crashy Boy an, wie er grazil hier herumschleicht. Das finde ich aber cool, dass sie einen erstmal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass diese Elektro-Dinger kommen und man nicht direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Okay, die Animation ist echt cool, aber was gibt's denn hier Schönes? Ein paar Kisten? Ja, hier gibt es ein paar Kisten, die brauchen wir wahrscheinlich für den Edelstein. Ja, natürlich brauchen wir den. Oh, 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 Alter, hier war ein verdammte Axt. Da werden wir erstmal frittiert. Das ist, der Sprung ist ja gar nicht mal so einfach, muss man sagen. Hallöchen, aber gut, man braucht, waren da hinten überhaupt noch Kisten? Nee, das ist auf jeden Fall eine Plattform, zu der ich will. Aber da waren, glaube ich, auch Kisten. Von dem her, wir wollen so oder so dahin. Das, aber was ist denn für eine Plattform? Führt hier einen Moment, ich versuche mal was. Und zwar, indem ich nicht rutsche, sondern hier herumschleiche. Wir stehen in der Luft. Wir stehen in der Luft und haben uns hier durchgecheatet. Ich weiß nicht, ob wirklich Cheaten war. Aber ich glaube, es war schon so gedacht, dass man darunter durchrutscht und dann hochspringt. Ah. Aber wir werden... Ach so, ja, weil wir dann nicht mehr zurückkommen, werden wir einfach hierhin teleportiert. Okay, jetzt hätte ich es eigentlich lieber gehabt, wenn ich den Checkpoint später reingesetzt... Ah, hier ist ein Checkpoint. Ah, das ist nett. Das ist nett vom Spiel, dass sie da nochmal einen Checkpoint einbauen, weil ich sofort tot bin. Ich bin sofort tot, aber... Oh Gott, ich brauche hier viel zu lange, ehrlich gesagt, bei... Nein, nein. Da. Ah, alter Falter. Ich brauche echt viel zu lange für diesen... Ja, und jetzt habe ich es versucht, später zu timen. Okay, komm jetzt bitte... Nicht nochmal so eine Blamage wie im letzten... War es im letzten Part? Keine Ahnung, in irgendeinem Part, wo ich ewig... Okay, Booststreifen. Booststreifen sind gut und die machen mir neuen Mut. So, okay. So, hier kann ich... Jo, Nitro-Kisten. Muss ich dazu was sagen? Muss ich irgendwie einen Kommentar dazu ablassen? Ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger. Hier waren die Booststreifen und jetzt kommen die Nitro-Kisten jetzt auch bald mal. Einfach immer schön rechts halten. Okay, okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So, nochmal. Und rein da. Okay. Okay, man kann sich sogar ein bisschen Zeit lassen bei diesen Dingen. Man kann sich ein bisschen Zeit lassen. Man muss nicht so hektisch agieren. Uiuiui, bitte, bitte, bitte. Ja, danke schön. Oh, ja, ich nehme jedes von diesen Dingern mit. Aber auch jedes einzelne. Aber dafür nehme ich auch jeden Booststreifen mit. So, hier drunter. Sehr schön. Okay, wir haben einen kleinen Abstand und durch die Booststreifen bekommen wir noch einen. Okay, das ist gut, das ist gut. Okay, wir haben einen sehr souveränen Abstand und kommen ins Bonuslevel. Okay, das soll ein bisschen für Abwechslung sorgen. Wir sollten unsere Gemüter ein bisschen beruhigen. Weil ich bin echt ein bisschen angespannt wegen diesen Dingen. Keine Ahnung, ich will... Oh nein, 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 wartet, wartet, wartet. Das Leben wollen wir definitiv mitnehmen. Und wären wir sonst hier hochgekommen? Ich glaube, nee, sonst wären wir gar nicht hier hochgekommen. Body Slam des Todes. Sehr schön. Okay, ein paar Wumperfrüchte nehmen wir auch mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön dafür. Schalter aktiviert und drüber da. Perfektissimo. Wir rasen hier durch wie ein Profi. Dieses Bonuslevel im First Try geschafft. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es hier kein Eis gibt. Danke dafür, liebes Spiel. Danke sehr. So. 13 Kisten noch. Ah, das scheint mir doch ziemlich viel. Okay, aber wir haben auch erst den Kristall jetzt eingesammelt. Ja, einfach alle Wumperfrüchte wegspinnen. Ist ja nicht so, als ob wir die Leben wirklich gut gebrauchen könnten. Obwohl, ich habe fast 50, aber ich habe einige hier liegen lassen. Von dem her würde ich eigentlich ganz gerne mit 50 auch hier rausgehen. Okay, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Bisschen Sicherheitsabstand gewinnen! Ich glaube, man konnte es akustisch mitbekommen, wo da die Schlucht... Ja, okay, da bin ich einfach zu früh gesprungen. Das habe ich selbst gesehen. Aber bitte, komm jetzt. Jetzt nicht an jeder Stelle 50 Mal sterben. Jetzt bin ich genug oft bei diesen Verfolgeleveln gestorben. Die werden hier wirklich mein Nemesis... Ich dachte, es kommt eins später. Okay, jetzt merke ich mir das. Nicht drum herum reden, sondern einfach... Diese Level sind mein Koala Kong. Diese Level sind mein Koala Kong. Es ist... Sie sind unglaublich hart. Das sind die schwierigsten Level im Spiel. Okay, jetzt bin ich zu früh gesprungen eigentlich, aber es hat trotzdem gereicht. So, danke für die Booststreifen. Den nehmen wir auch mit. Dankeschön dafür. Sehr nett, liebes Spiel. Das Spiel sieht schon... Oh, was? Ernsthaft? Ernsthaft?
ernsthaft ist? Oh Gott, jetzt ist das ein Scherz. Das ist ein Scherz, dass ich da einen Bodyslam ausführen muss, um da die Kiste zu bekommen. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, Mesdames et Messieurs. So, okay, jetzt strengen wir uns ein bisschen mehr an und dann sollten wir das eigentlich auch hinkriegen. Aber das ist wirklich keine allzu einfache Geschichte da. So, okay, danke schön. So, jetzt kommen keine Buschstreifen mehr. Nee, jetzt kommen so diese Dinger. Hallo, mach jetzt! Nee. Verdammt! Ich krieg die Kisten nicht mehr. Kann ich mich irgendwie töten lassen? Ich kann mich nicht. Ey, das ist doch ein Witz. Das ist ein schlechter Scherz. Was kann ich hier machen? Kann ich hier sterben? Hä? Achso, nee. Ich dachte, da vorne wäre das die. Okay, komm, wir sehen uns nochmal bei diesem Checkpoint. Bis gleich, meine lieben Freunde. Okay, ich glaube, hier sind wir wieder. Ich glaube, das war der Checkpoint, bei dem ich zuletzt gescheitert bin. Oder was heißt gescheitert bin? Von wo aus man dann die letzten Kisten einsammeln müsste. Und ich habe schon wieder vergessen, dass da eine Schlucht ist. Oh Mann, ey, diese Level sind wirklich mein Verderben. Was mache ich da denn auch? Ich stelle mich blöd an. Ja, ich weiß, ihr seid alle tausendmal besser. Aber gut, was soll ich machen? Ich finde, sonst schlage ich mich eigentlich ganz gut. Wenn ich hier nicht 50.000 Mal sterben würde, würde ich mich allgemein ziemlich gut schlagen, meiner Meinung nach. So, aber ist ja nur meine bescheidene Meinung von dem Typen, der 50 Mal in die gleiche Schlucht fällt. So, jetzt aber nicht. Dankeschön dafür. So, okay. Bitte jetzt auch alle Kisten einsammeln. Bitte jetzt alle Kisten einsammeln. Das war schön. So. Bitte, das reicht. Okay, wir haben's. Sehr schön. Perfektissimo. Hat es nach dem 500.000. Mal endlich geklappt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Denn wir müssen dieses Level nie wieder sehen. Außer beim Time Trial. Aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie der Wurm drin bei diesen Verfolgeleveln. Im ersten Teil hatte ich, glaube ich, gar nicht mal so die Probleme damit, oder? Ich glaube, ich bin kein einziges Mal. Doch, bei dem einen Verfolgelevel bin ich einmal gestorben, als ich diese Bonusroute genommen habe mit dem bunten Edelstein. Aber sonst bin ich, glaube ich, kein einziges Mal gestorben. Und hier sterbe ich am laufenden Band. Ey, das ist mir echt ein bisschen zu viel, aber ja gut. Wenigstens freut sich Crash, wenn er den Edelstein aus seinem Po zücken kann. Und wir gehen als nächstes zu die Eel Deal. Die Eel Deal. Eine Aal-Deal. Der scheint ziemlich interessant zu sein. Hinter etwas Falschem verbirgt sich ein besonderer Edelstein. Oh! Wenn es die Art von Level ist. Doch, es ist ein A-Level. Okay, ich weiß schon, was damit gemeint ist. Ey, die Hinweise sind wirklich megamäßig nett. Also im Original musste man das rausfinden, ohne. Oh, sogar nach. Oh, gut, sofort am Anfang. Im Original musste man das rausfinden, ohne. Ich glaube, die Respawn, oder? Die Respawn, sondern damit man. Ah, nee. Ich dachte, die Respawn, damit man alle Rotorblätter ausschalten kann. Aber die Level hier mag ich. Sie sind zwar gar nicht mal so einfach. Vor allem wegen diesen Aalen da, die Elektrizität erzeugen. Aber ich mag die Level so. Okay. Kann ich hier irgendwas machen, um die Rotorblätter kaputt zu machen? Ich glaube nicht. Rutschen wir einfach durch. Ja, super. Super durchgerutscht, Crash. Oh Gott, fällt das runter? Nee, das fällt gar nicht runter. Sehr schön. Okay, weg mit dir, ihr kleinen Staubsaugerroboter oder was auch immer ihr seid. Hier sind ein paar Nitro-Kisten, das ist schon mal schön. Wie gesagt, oh komm, nee, die kommen nicht näher. Die kommen nicht näher, die Ratte. So, weg mit dir und weg mit, nee, ich lasse dich am Leben. So, okay, weg mit dir, du Aal. Kann ich den Aal eigentlich töten? Ich weiß gar nicht. Gehen wir erstmal rechts lang, oder? Ja, okay, rechts lang. Okay, hier ist schon das Secret, das gemeint wurde. Moment. Wie wollen wir es machen? Weil ich weiß schon, was mich hinter. Also, ich weiß, was ich hier machen muss. Ich überlege mir nur, wie ich es machen will. Nämlich entweder so, dass ich den Weg. Ach komm, versuchen wir es einfach mal. Okay, schon mal gescheitert. Sehr gut. Dann machen wir es auf die andere Art. Und nicht auf die ich es jetzt eigentlich machen wollte. Weil ich wollte es eigentlich so machen, dass wir diesen. Ah, ihr habt es ja gesehen, da war ein Secret Weg. Den musste man im Original halt herausfinden, ohne diesen Tipp, dass da irgendwie eine geheime Wand, beziehungsweise dass die Wand fake ist. Und hier bekommt man so einen netten Tipp. Das finde ich fast schon ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Aber was ich mir überlegt habe, ist nämlich, dass ich diesen Weg absolviere
ohne dass ich sterbe und dann zurückgehe den ganzen Weg, damit ich Aku Aku behalten kann. Weil ich jetzt aber Aku Aku verloren habe, kann ich mich hier töten lassen. Los, lieber Alt, töte mich, bitte. Dankeschön, sehr nett von dir. Und wir gelangen wieder zum Checkpoint und behalten den grünen Edelstein, den wir gerade eingesammelt haben. Und das ist Trick 17, wenn man Edelstein nämlich einsammelt und sich töten lässt, beziehungsweise wenn man stirbt. Oh, ich bekomme sogar einen neuen Aku Aku. Das ist ja super. Das ist so super, dass ich mich nochmal habe töten lassen. Na gut, das war jetzt keine Absicht. Der erste Tod war Absicht, der zweite eher weniger. So, okay. Wie gesagt, jetzt haben wir den grünen Edelstein. Wir müssen den Weg nicht nochmal begehen, außer um diese eine Kiste hier zu bekommen, die neben den Nitro-Kisten ist. So, sehr schön. Die haben wir auch eingesammelt. Und jetzt einfach nichts weg hier. Nichts weg. Wir haben Aku Aku, wir haben grünen Edelstein. Alles läuft tutti paluti. Sehr schön. So, du tötest mich am besten auch nicht, beziehungsweise klaust mir nicht meinen Aku Aku. Schaut doch an, wie diese kleinen Ratten schon warten. Die warten darauf, uns zu töten. War hier... Nee. Das ist ein Bonus-Game. Ich geh mal drauf. Ist ein Bonus-Game nicht sowieso ein Checkpoint? Wieso ist dann da ein Checkpoint gesetzt, wenn... Oder ja, okay, vielleicht wenn man das Bonus-Game nicht nutzt, dann ist der Checkpoint vielleicht gar nicht mal so unnütz. Aber sonst ist der Checkpoint ziemlich unnütz, muss man sagen. So, kriege ich es hin, alle zu zerstören? Nee, leider nicht. Leider nicht habe ich es hingekriegt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesem, also im Remake, dass der Body Slam irgendwie ein bisschen abgeschwächt wurde. Also, dass der gar nicht so eine Reichweite hat, wie er im Original hatte. Also, ich weiß, dass beim dritten Teil, dass man da ein Update, beziehungsweise ein Upgrade sich holen kann, um den Body Slam noch stärker zu machen. Dann hat er auch einen größeren Radius. Aber ich dachte, dass hier im zweiten Teil der Radius gar nicht mal so klein war. Also gar nicht mal so klein, wie er hier halt ist. So, und da sind nochmal diese Rotorblätter. Ich hasse diese Rotorblätter. Ich werde sicher wieder Aku Aku verlieren. Oder auch nicht. Perfektissimo. Oh Gott. Nee, Moment. Jetzt links lang, oder? Jetzt links lang. Ja, okay, hier ist der Kristall. Und da sind noch ein paar Kisten. Und ich glaube, sonst war hier eigentlich nichts, was man sich holen kann. Glaube ich zumindest. Das ist keine Secret-Wand, oder? Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich mag diese Level auf jeden Fall. Auch wenn sie, finde ich, eher zu den schwierigeren gehören. Aber nichts ist so schwierig wie die Verfolger-Level in Crash Bandicoot 2, sage ich jetzt einfach mal. Das sind die schwierigsten Level, deswegen sterbe ich auch so oft. Es liegt nicht daran, dass ich zu schlecht bin. Nee. Ich weiß gar nicht, tötet mich der Aal, wenn ich ihn berühre? Nein. Ich bin hier nicht hochgekommen. Ich bin einfach nicht hoch... Hallo. Verdammt, ich wollte eigentlich die Ratte hier treffen. Aber ist mir leider nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen, bekommen wir noch einen Aku Aku? Das fände ich eigentlich ganz nett, ehrlich gesagt. So. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Nee, okay, da unten geht's weiter. Man weiß teilweise nicht, wo ist hier ein Secret, wo geht's hier weiter, blablabla. Noch 29 Kisten. Ich glaube, hier gibt's noch irgendwie ein Secret. Aber ich kann mich nicht erinnern, was war's denn? Also, diese Wand, die gar keine Wand ist, haben wir ja schon mal entdeckt. Das war, halt, gehst du mal, wie geh ich denn runter? Ach so, mit X gehe ich runter, okay. Alle Nitro-Kisten zerstört. Oh, okay. Das war's. Alle Nitro-Kisten zu zerstören. Okay, sehr gut. Damit fehlen uns nur noch 3 Kisten. Ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz gut bedient. Obwohl ich erstmal keine Kiste mehr in Reichweite sehe. Aber ich glaube, da sollten noch mindestens 2 kommen. Ich hoffe, da kommen mindestens noch 2. Weil sonst habe ich ein kleines Problem, meine Damen und Herren. 2 Kisten, bitte kommt. Da sind 2 Kisten. Okay. Oh, nee. Die Stellen kommen... Oh, nein. Oh nein, ich hasse diese Dinger. Die. Komm ich da rüber? Ich muss da rüber kommen. Okay, perfektissimo. Sehr schön. Perfektissimo. Damit haben wir den grauen Edelstein, den klaren, wie auch immer, den Kristall und den grünen Edelstein und somit unseren zweiten. Oder unseren dritten bunten Edelstein. Also ihr seht, hier geht's deutlich schneller als in Crash Bandicoot 1 mit den bunten Edelsteinen. Ich freue mich drüber. Das Level lief eigentlich ganz gut. Ein Tod, der ein bisschen ärgerlich war. Aber sonst war es ganz solide, muss man sagen. Und ich glaube, das war das letzte Level in diesem Warp Room, oder? Das heißt, im nächsten Level geht's zum nächsten Boss. Welcher das ist... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wir werden es ja im nächsten Part erfahren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass im nächsten Warp Room nicht mehr so viele Verfolger-Level sind. Ich weiß, dass noch Verfolger-Level kommen, aber wie gesagt, ich hoffe nicht mehr... Oh, Cortex hat was zu sagen. 10 von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht.
daran. Ich zähle auf dich. Er zählt auf uns. Sehr gut. Okay. Alter, da steht ja schon, was die Gegner sind. Die Komodo Brothers. Okay, sehr gut. Wir schauen uns mal die Prozent. 35%. Also ihr seht, wir sind zwar erst in Anführungs- und Schlusszeichen im zweiten Warp Room und haben erst 10 von 25 Kristallen. Aber wir haben schon 35% insgesamt und 14 von 42 Edelsteinen. Das lässt sich doch sehen. Was sich auch sehen lässt, ist der nächste Bosskampf und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, diese Part hat euch auch gefallen. Der Crash langweilt sich zwar ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt mit den ganzen Fails. Und dann hoffe ich umso mehr, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüdelü.